Über die Entwicklungen im Russland-Ukraine-Konflikt berichtet RT Deutsch. Mehrere Quellen haben berichtet, dass Kiew eine nukleare Provokation vorbereitet, nämlich die Zündung schmutziger Bomben in der Nähe der Lagerstätten russischer Kernkraftwerke. Die Kernkraftwerke Saporischschja und Kursk sind bedroht. Die russischen Truppen rücken im Donbass immer weiter vor und durchdringen die Verteidigungsanlagen der ukrainischen Streitkräfte. Mit dem Angriff auf die Region Kursk sollten gleich mehrere Aufgaben gelöst werden. Erstens, ein bedeutender militärischer Erfolg in Form der Einnahme des Kernkraftwerks Kursk und generell ein ernsthafter Vorstoß tief in russisches Territorium. Zweitens, Moskau zu zwingen, Truppen aus dem Donbass in diese Richtung zu verlagern und damit den Druck an der dortigen Front zu verringern. Drittens, die innenpolitische Lage in Russland zu destabilisieren. Im Idealfall mit den weitreichendsten staatspolitischen Folgen, also einem Staatsstreich. Und diese Aufgabe zu lösen, hat Kiew seine knappen und äußerst wertvollen Reserven gegen Kursk geworfen. Kein zwangsmobilisiertes Kanonenfutter und keine in monatelangen Kämpfen erschöpften Einheiten dieses Mal, sondern frische, gut vorbereitete, gut ausgerüstete und motivierte Kräfte. 10 Tage nach Beginn des Angriffs können wir getrost sagen, dass keine dieser Aufgaben erfüllt wurde. In der Region Kursk wird erbittert gekämpft. Die Region Belgorod steht unter Beschuss, aber statt Siegesreden zu halten, die man der Welt präsentieren könnte, sind die ukrainischen Streitkräfte gezwungen, fieberhaft Verteidigungsanlagen zu errichten. Um seine Aufgaben zu lösen, musste Kiew eine große Menge westlicher Ausrüstung an die Front werfen, die zuvor gerettet und mit allen möglichen Vorsichtsmaßnahmen eingesetzt worden war und die einschließlich Patriot-Luftabwehrsysteme nun von der russischen Armee systematisch zerstört werden. Insider sagen, dass Kiew das eroberte Gebiet mit allen Mitteln bis November bis zu den US-Präsidentschaftswahlen also halten muss. Dies ist die einzige Möglichkeit, seine Herren davon zu überzeugen, dass das ukrainische Projekt für den Westen noch nützlich sein kann und daher weiterhin unterstützt werden muss. Es scheint jedoch, dass sie selbst nicht glauben, dass dies gelingen wird. Das bedeutet, dass die Karte, auf die die Ukraine so viel gesetzt hat, geschlagen ist. Und Volodymyr Zelensky und Co. könnten tatsächlich bald abgeschrieben werden. Nun sind das Leute, die keine Schranken kennen, wenn es um ihr persönliches Überleben und Wohlergehen geht. Sie haben ein Fließband des Todes für ihr eigenes Volk organisiert. Sie haben ihr Land dem Untergang geweiht und es geht ihnen gut dabei. In einer Situation, in der keine ihrer Bemühungen oder besser gesagt Verbrechen das gewünschte Ergebnis bringen, sind sie zweifellos bereit, auch das Schlimmste aus dem Arsenal der Mittel einzusetzen, das ihnen noch zur Verfügung steht. Was ihnen fehlt, werden ihnen die US-Amerikaner und die Briten gerne zur Verfügung stellen, deren eigene Lage noch nicht so kritisch ist, aber sich gleichfalls in eine fatale Richtung entwickelt, zur totalen geopolitischen Niederlage nämlich. Mit fremden Händen Atomwaffen gegen Russland einzusetzen, dazu ist man in London und Washington unter diesen Umständen mit Freuden bereit.